think about me. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir den guten, alten, dicken Uberto hingerichtet. Oder eliminiert, sag ich mal. Und ja, jetzt muss ich hier 180 Meter in die Richtung. Ich weiß gar nicht, wohin ich jetzt genau muss. Sachen, die Aufgabe. Das sind ja Verschwörer. Ezio hat Uberto Alberti eliminiert. Ach, von Scheiße, sind ja mehrere noch. Vire Di Pazzi, Francesco Di Pazzi, Venezianisch, in der Toskana. Okay, da sind noch mehrere Ziele, die ich machen muss, sehe ich gerade. Okay. Lona, auf geht's. Laufen wir erstmal da hinten. Immer schön den Wachen ausweichen. Na klasse. Was auch immer funktioniert sich gerade. Ja, geht hoch. Schaffst du es nicht? Moment, da sind das so Vorsprünge. Da sag ich doch. Oh fuck. Muss warten, bis da oben ist. Beziehungsweise. Kartoffel. Fällt er runter? Jetzt. Ja, wo kommt die Leiche auf einmal her? Da ist mir noch ein Feind irgendwo. Ich wollte gerade hierher. Was machst du hier oben? Geh! Du solltest nicht hier. Da! Zu spät. Rutsch nochmal. Yay. Klatsch. Okay. Ich geh mal jetzt weiter. Gut. Manchmal springt der echt komisch ab. Aussichtspunkt, den würde ich gerne mitnehmen. Oh, da unten ist schon das Ziel, wo ich hin muss. Ja. Na, egal. Hüpfen wir mal rein. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Monteriggioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust würde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Alles klar, ich muss also jetzt anonym werden. Bedecktheit. Bekanntheitsgrad durch das Abreißen von Steckbriefen, die Bestechung von Herolden oder die Ermordung korrupter Verrätern. Ja. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Von der Seite.
Ah, hier. Integrieren. Minus 25%. Oder 25 Grad statt da, glaube ich, eher. Drüben muss irgendwo noch einer. Ey, geh doch ganz. Das ist doch kein Öl für dich, Digga. Da. Wow. Hallo, Ola, wachen. Das ist schlecht. Das macht mich mal bekannt, das gerade gleich wieder hoch. Oh, dieser Gestank. Gedärm tritt hervor. Ekelhaft. Jetzt schon? Verarsch mich doch nicht, ey. Wie hoch? Alter. Ne? Kann ich auf der Karte gucken, wo noch so welche Dinger sind? Alter. Hier ist noch so ein Blatt. Hier kann man was lernen. Lebe jeden Tag, als wär's dein letzter. Morgen könntest du schon überfahren werden. Überfahren. Ich guck mich in der Gegend um. Ich habe hier, glaube ich, noch nie eine Kutsche gesehen. Also erzähl mir nichts von überfahren. Ich hab doch gar keine Fahrzeuge. Quasi nur ein Ding. Es geht ja. Es ist ja hochgegangen. Also ich darf nicht töten, dann geht er sofort wieder hoch. Ist klar. Ist ja da unten. Könnte ja sein. Wir müssen jetzt irgendwo eine Wache. Kann ich nicht nehmen. Da sind zu viele Wachen in der Nähe. Echtes Können. Ja. Ich habe keine Wurfmesser. Aber wo soll da der nächste sein?
ein einziger. Das ist nirgendwo denn, mein Freund. Ich war immer ein braves Weib. Neue Startnüsse Kognitur. Das heißt also, die Wachen sind nicht mehr auf mich aufmerksam, ne? Durch imposante oder nicht gesellschaftliche Aktionen werden sie gesucht. Das heißt aber, trotzdem kann das eigentlich ganz normal auf dem Boden hier rumlaufen, oder nicht? Oder werden die Wachen trotzdem immer noch misstrauisch? Kann ich mir direkt mal den Wachen hier vorne ausprobieren? Ja, ganz normal. Das hätte ich nie was getan. Geil. Zurück. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was... passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Das glaube ich auch. Arrivederci. Mario und Claudio aus Florenz bis zur Villa Auditore in Monteriggioni. Alter. Was für ein Wort. Eskutieren. Kui, tun wir es. Oh Gott. Mach dich aus dem Staub. Flieh, flieh, du ruchloser Tropf. Er hat dich längst gesehen. Und rennst und läufst und fliehst du nicht, so ist's um dich geschehen. La, 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 Mann, was ist denn mit euch, Alter? Keine Hobbys? La, 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 und wieder ihn vom Sensenmann gemäht. Gib mir jetzt erstmal ein paar Dinge so rum. Braucht ihr medizinische Hilfe? Ich bin hier, wenn ihr eure Meinung ändert. Ja, ja, das weiß ich zu schätzen. Das habe ich gesehen. Was ist denn nur los? Weißt du was? Ich kann dich echt nicht leiden. Frag mal die anderen. Das ist meistens sehr ungestüm. Du wirst dich benehmen. Klaro. Jetzt muss ich wieder alles aufhalten. Mehr und mehr von diesen Schlagköpfen auf den Straßen. Mann, Alter, der hat nur gesungen. Und dann greift er mich gleich an.
Das ist ja schlimmer als bei der Nazi-Zeit damals, Alter. Noch so ein Scheißsänger. Nächtern, Priester, Lieb, Fliegen, Bonze, Meer, Vertrauen, ein rechtes, Wunsch, Angst und Leid, eine nach dem anderen bringt, so ist um dich geschehen. Unter einem Umhang lauert es nach. Und kehrt Marsch, hier was zu schaffen. Geht es nichts für dich? Nein, geht! Ich nehme noch ein paar Damen mit. Da kann ich nicht genug haben. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Rennen die anderen auch mit. Wann können wir nach Hause? Ich weiß nicht. Okay. Gut, was hier passiert lang. Mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ich weiß nicht. Ja. Okay. Hatten Sie. Arrivederci. Synchronisiert. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 2 beendet. Yay. Toskana 1476. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Sicheres Geleit. Mario und Claudia zur Villa Auditorium Montegironi diskutieren. Giron. Gut, hier lang. Wir werden doch bestimmt nicht angegriffen, oder? Ja. So. Ein bisschen joggen, ja? Fit halten. Okay, was soll kommt da? Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen, wo dir keiner mehr helfen kann? Ich habe wunderbare Dinge mit deiner Mutter und deiner Schwester vor. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie. Tötet sie alle. Warum rennst du denn? Du wolltest doch töten, oder nicht? Thank you.
klar, Bibi. Stirb. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist Super Mario. Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Alles klar, wir sind jetzt hier bei Super Mario. Und das beendet dann diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.